Kamala Harris hat das TV-Duell gegen Donald Trump vor einer Woche gewonnen. Da sind sich die meisten einig. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. Aber was bedeutet das für die Umfragen und für ihre Siegchancen im November bei der Präsidentschaftswahl? Wir mussten uns ein paar Tage gedulden, weil ja erstmal Umfragen nach dem TV-Duell überhaupt erst angefertigt werden mussten. Aber die Mehrzahl dieser Umfragen sieht Kamala Harris nun weiter vorne als vorher. Das Duell hat hier einen kleinen Bounce verliehen. Allerdings nicht in allen Umfragen. Die Umfragen, die diesen positiven Effekt messen, geben Kamala Harris einen Vorsprung von etwa 4 Prozentpunkten vor Donald Trump. Aber im Schnitt aller Umfragen liegt sie immer noch unter 2 Prozentpunkten Vorsprung. Was bedeutet das für ihre Chancen? Dazu muss man wissen, nach aller Erfahrung braucht ein demokratischer Präsidentschaftskandidat etwa 7 Prozentpunkte Vorsprung vor dem Republikaner, um als Favorit in den Wahltag zu gehen. Das liegt am Auszählungssystem mit den Wahlmännern. Dieses System begünstigt die bevölkerungsarmen Staaten und damit die Republikaner. Ein kurzer Blick zurück. Vor der Wahl 2016 lag Hillary Clinton im Schnitt der Umfragen etwa 1,5 Prozentpunkte vor Trump und verlor die Wahl gegen ihn. 4 Jahre später, 2020, lag Joe Biden ungefähr 7 Prozentpunkte vor Donald Trump kurz vor der Wahl. Und er gewann diese Wahl, aber es war dennoch einigermaßen knapp. So gesehen fehlen Kamala Harris immer noch einige Prozentpunkte im Schnitt der nationalen Umfragen, um als Favoritin in die Präsidentschaftswahl geben zu können. Wie knapp das alles ist, sieht man, wenn man sich nicht die nationalen Umfragen anschaut, sondern sich auf die 7 Staaten konzentriert, die vermutlich die Wahl entscheiden werden, die sogenannten Battleground States oder Swing States, die mal für die Demokraten, mal für die Republikaner stimmen. Im Schnitt der Umfragen in diesen 7 Staaten liegt Kamala Harris auch nach ihrem Erfolg beim TV-Duell nur 2 Promillepunkte vor Donald Trump. Es ist also weiter sehr, sehr knapp. Und nun ist auch noch als Unsicherheitsfaktor dieser erneute Attentatsversuch gegen Trump hinzugekommen. Und der kann ihm, wie manche sagen, einen sogenannten Pity-Bonus geben. Also, dass Leute aus Mitgefühl nun doch wieder sich für Donald Trump erklären, weil es einen neuen Attentatsversuch gegeben hat. Wie sich das alles am Ende auswirkt, das werde ich Ihnen an dieser Stelle vor dem Weißen Haus in den nächsten Tagen erneut berichten.